Energiespartipps für Gewerbebetriebe. Diesmal geht es um das Einsparungspotenzial in Gärtnereien. Saisonstart am Wolfgangsee, Schiffe wieder regelmäßig unterwegs und Umweltverschmutzer Textilbranche, Modeschule Halle hält erfolgreich dagegen an. Das sind unsere aktuellen Themen und somit herzlich willkommen beim Salzburger G-Magazin. Wir kommen jetzt zu einem schönen Frühlingsthema. Es geht um Blumen. Und dass man auch im Gewächshaus oder im Großhandel Energie einsparen kann, haben wir uns bei der Firma Flora Blumen Großhandel Salzburg angesehen. Bei einer Gärtnerei denkt man nicht unbedingt an einen Energiegroßverbraucher. Dennoch trifft das oft zu. Für Pflanzenkühlhäuser, die Beleuchtung, die Bewässerung und die Beheizung von Glashäusern im Winter geht oft viel Energie auf. Bei der Firma Flora Blumen Großhandel in Salzburg soll das nun anders werden. Aus Kosten, aber auch aus Umweltgründen. Da uns ja unser ökologischer Fußabdruck auch sehr wichtig ist und wir da ein Flachdach haben, versuchen wir vielleicht in Zukunft etwas mit Photovoltaik zu machen, so wie auch der Flughafen, unser fast Nachbar. Und schauen wir mal, ob es da irgendwelche Möglichkeiten gibt, die vielleicht zu uns passen. Jetzt aber zurück ins Kühlhaus. Viele Unternehmen wissen nämlich nicht, dass sie beim Heizen und Kühlen jeweils bis zu 30% an Energie einsparen können. Bei der Beleuchtung sogar bis zu 70%. Das kann in Summe viel Geld ausmachen. Also hier liegt der Fokus der Beratung bei der Kühlung der Schnittblumen. Im Zuge der Beratung wird das Lastprofil analysiert. Treten beispielsweise unnötige Lastspitzen auf, können diese durch einfache technische oder organisatorische Maßnahmen vermieden werden. Auch die Beleuchtung und die Kühlung sind Themen der Beratung. Neben dem Kühlhaus gibt es auch noch Einsparungspotenzial bei der Beleuchtung. Hier geht die Energieberatung der Salzburger AG alles Schritt für Schritt durch. Also auf den ersten Blick, was man gleich sieht, könnte man beispielsweise die Leuchtstoffröhren auf LED umtauschen. Das ist eine relativ einfache Maßnahme, die sich bald rechnet. Und diese Maßnahme wird auch gefördert. Und wenn wir schon im Kühlhaus sind, dann sollte man sich auch gleich die Klimaanlage anschauen. Die Klimageräte brauchen eine Menge an Energie und deshalb sollte regelmäßig eine Wartung durchgeführt werden. Aus all den erhobenen Daten wird ein Katalog entwickelt, der die Maßnahmen auch in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit bewertet. Damit hat das Unternehmen eine solide Entscheidungsgrundlage, ob und wann welche Maßnahmen gesetzt werden. Mehr zu diesem Thema finden Sie auch in den aktuellen Lebenslinien, dem Kundenmagazin der Salzburg AG, jetzt in Ihrem Postkasten. Wir bleiben auch gleich beim Frühling. Auch die Wolfgangsee-Schifffahrt sticht wieder regelmäßig in See. Was Sie dort alles erleben können am Wolfgangsee im Salzkammergut, das zeigen wir Ihnen jetzt. Unser Ausflug beginnt in St. Gilgen am Wolfgangsee, wo Sie bequem mit der Wolfgangsee-Schifffahrt alle Stationen rund um den See anfahren können. So können Sie nach einer kurzen Überfahrt St. Wolfgang und beispielsweise das berühmte Weiße Rössel besichtigen. Zurück bei der Schiffsanlegestelle können Sie noch den ganzen See von St. Wolfgang über Strobel, Fürberg bis zurück nach St. Gilgen abfahren. Natürlich können Sie jederzeit aussteigen, die Orte besichtigen und mit einem Anschlussschiff weiterfahren. Das Ende unserer Rundreise ist wieder in St. Gilgen. Alle Informationen zu Wanderungen sowie die Betriebszeiten der Wolfgangsee-Schifffahrt und Schafbergbahn finden Sie im Internet. www.schafbergbahn.at. Wir kommen jetzt in die eigenen vier Wände und zeigen Ihnen, wie Sie am besten Energie sparen können. Meine Kollegin Lisa Reischl von der Energieberatung Salzburg, der Salzburg AG, hat wieder einen nützlichen Tipp für Sie. Herzlich willkommen bei den Energiespar-Lifehacks der Salzburger AG. Heute sehen wir uns die Fensterdichtung etwas genauer an. Besonders jetzt in der kalten Jahreszeit sollte man darauf achten, dass die Fenster ordentlich schließen. Ähnlich wie bei dem Blatttest beim Kühlschrank sollte man schauen, ob die Dichtungen noch ausreichend intakt sind. Einfach ein Blatt Papier zwischen Fensterstock und Fenster klemmen und daran ziehen. Je schwieriger das ist, desto besser die Dichtung. Dasselbe können Sie natürlich auch bei der Haustüre probieren. Sollten Sie Ihre Fensterdichtungen wechseln wollen, hilft Ihnen der Klimabonus und fördert diese Maßnahme. Lehrlinge sind bei der Salzburg AG auf der Überholspur und aus diesem Grund stellen wir ihnen laufend spannende Lehrberufe vor. Auch beim Obus in der Alpenstraße bilden wir Lehrlinge aus. Einer davon ist Stefan und den schauen wir uns genauer an. Servus Stefan. Grüß dich. Wie geht's dir?
Gut. Was machst du gerade? Ich tue da Bremsdruck schauen, bei wie viel Bar Druck die Bremsen zumacht, und das tue ich mit dem Manometer da. Was ist denn dein Lehrberuf? Nutzfahrzeugtechniker mit Systemelektronik. Aha. Und bist du in andere Abteilungen auch unterwegs? Ja, in Hagenau. Da machen wir Unimux und Elektroautos. Da machen wir eigentlich alles, Traktor auch. Und jetzt bin ich halt herum beim U-Bus. Also bei dir läuft die ganze Fahrzeugpalette der Salzburger AG durch, oder? Ja, kann man sagen. Kann man sagen. Und wo ist deine Berufsschule? In Lein ist die. Also eh nicht so weit weg, oder? Nein, die ist nicht weit weg. Kommst du mit deinen Lehrlingskollegen zusammen? Sehr gut, das gefällt mir eigentlich. Gut zusammenarbeiten haben wir. Und wir haben da jetzt ja einen Lehrlingsausflug. Und das zeigt mich schon. Und zu Recht der Gaudi. Ja, da haben wir Gaudi. Ah, sehr gut. Du, mach's gut. Ich will dich gar nicht weiter stören. Danke. Mach's gut. Ciao, bitte. Die Textilbranche verursacht laut WWF jährlich 1,7 Milliarden Tonnen CO2 weltweit und trägt damit signifikant zu den Treibhausgasemissionen bei. Für die Modeschule Hallen, die täglich mit Textilien, Chemikalien und Färbemitteln zu tun hat, ist Nachhaltigkeit immer ein aktuelles Thema. Wollen wir wirklich so weitermachen? Laut einer Studie von Global 2000 verursacht jeder Österreicher je nach Lebensweise zwischen 24 Tonnen CO2 pro Jahr. Wie wir uns fortbewegen, was wir essen, was und wie viel wir kaufen und in welchen Häusern wir leben, das alles beeinflusst den Kohlendioxidausstoß und somit auch unser Klima. Lisa Fischinger und Doris Lindner von der Modeschule Hallen wollen das ihren jungen Schülerinnen bewusst machen. Besonders die Schüler sind da wirklich Feuer und Flamme für das Thema. Besonders da im Hairstyling-Bereich. Also die fordern das wirklich ein, was sagen. Die naturkosmetischen Produkte, kann man da einen Lippenbalsam herstellen, der nicht gewisse Farbstoffe beinhaltet oder wie auch immer. Also da kommt voll viel von der Seite auch. Die kommen her und sagen, uns stört das Plastikbesteck im Buffet und so weiter. Also die werden aufmerksam und fordern da konkrete Handlungsmaßnahmen. Und da wollen wir sie natürlich unterstützen dabei. Und das ist auch gut so, denn pro Jahr verursachen wir Menschen weltweit mehr als 2 Milliarden Tonnen Müll. Wenn wir nicht umdenken, wiegt im Jahr 2050 das Plastik in den Weltmeeren mehr als die darin lebenden Fische. Derzeit kommt es einem so vor, als würde man vom Einkaufen mehr Plastikverpackung mitnehmen als Lebensmittel. Und ich finde, wir müssen da auf jeden Fall was tun. Und ich finde es auch gut, dass unsere Schule da mal anpackt und mal ein bisschen damit anfängt. Weil unsere Welt ist einfach wichtig und wir leben alle darin und es ist unser Lebensraum. Also sollte man auch schauen, dass dieser schön bleibt. Hier in der Modeschule Hallein spielt bei einem Projekt auch das Trinkwasser und dessen Konsum eine wichtige und nachhaltige Rolle. So Francesca Moser, die sich mit diesem Thema beschäftigt. Also die zweiten Klassen starten ein Projekt zur eben Nachhaltigkeit. Also wir haben zum Beispiel das Thema Trinkwasser und machen Studien, wie viel Trinkwasser die Schule, also die Schülerinnen und Schüler und die Lehrer Trinkwasser trinken. Und machen dann auch so ein kleines Projekt, dass wir beim Buffet einfach so eine Art Pimp My Water aufstellen, wo man dann einfach Kräuter noch mal reintun kann und dann danach schauen wir nochmal, ob das was geholfen hat, dass vielleicht mehr Leute mehr Wasser trinken. Bewusstseinsbildung passiert in der Schule auf mehreren Ebenen. Unter anderem auch mit Hilfe der Salzburger AG, die Projekte zu den Themen Energie, Abwasser und Müllvermeidung in den ersten beiden Jahrgängen anbietet. Es geht ums Energiesparen, also das Energieprojekt. Und was die Verbraucher sind und wie man Energie einsparen kann. Und schlussendlich machen wir nur eine Präsentation drüber. Zum Beispiel in die Klassenräume, dass der Computer nicht so lang läuft oder dass am helllichten Tag da das Licht nicht rennt. Oder auch in die Praxisräume, dass da Föhn nicht unnötig rennt. Oder auch wegen dem Wasserhahn, dass man nicht so viel Wasser verbraucht. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass jedem Schüler mal bewusst wird, dass man Energie so schnell verbrauchen kann und man eigentlich in so vielen Dingen sparen kann. Und das passiert nicht nur in der Schule, sondern auch zu Hause. Meine Mama ist zum Beispiel ganz wichtig wegen der Mülltrennung, dass Glas in den Glascontainer, Papier in den Papiercontainer und
Plastik in den Plastikcontainer kommt. Es ist ein großes Projekt, das hier in der Modeschule Hallen durchgezogen wird. Diese Themen betreffen nicht nur einen Zeitgeist, sondern auch Themen, die die Salzburger AG täglich bewegen. Ja, man sieht schon, es ist eine recht neue Schule mit sehr, sehr guter Haustechnik. Und von daher ist es keine Frage des Schulzweiges, was mich sehr freut. Modeschule denkt man vielleicht nicht so energieaffin. Nein, es ist eine Frage der Personen, der Schulleitung, der Professoren, wie die dahinter stehen. Und jede Schule kann sich optimieren und es wird auch da so sein, dass wir Einsparpotenziale finden, die sie für die Schule rechnen. Lassen Sie uns gemeinsam an die Zukunft denken und vor allem auch handeln. Interessierte Schulen können sich bei der Salzburger AG melden. Wir bieten Projekte für Unterstufen und Oberstufen an. Mehr zu diesem Thema finden Sie auch in den aktuellen Lebenslinien, dem Kundenmagazin der Salzburger AG, übrigens auch im Internet zu finden auf www.salzburg-ag.at.